Vielen Dank an unsere Partner, die das Ganze hier möglich machen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü Hanau, zu unserem ersten Meisterschaftsspiel im Kalenderjahr 2024. Hier sehen wir die Aufstellungen zunächst von Kever Wachenbuchen, Trainer Marcel Smiroldo und Türkgücü Hanau, betreut durch unsere Trainer Peter Lack und Tuncay Delikuş. Der Schiedsrichter der Partie Süleyman Karaduman. Und dann fing es auch schon an. Das Spiel. Unsere Jungs in den roten Trikots von rechts nach links. Und die Gäste aus Kever Wachenbuchen in schwarz-weiß. Und hier der erste Vorstoß unserer Mannschaft. Da kommt Vadim Arama nochmal an den Ball. Und Abin Rushiti verpasst. Die Jungs fingen stürmisch an. Nochmal Abin Rushiti von der rechten Seite. Imran Gulsa hier kurz. Und dann Yusuf Efil, unser Kapitän. Und aus dem Hinterhalt Emre Karal über das Tor. Dann Yusuf Efil, unser Kapitän. Kommt wieder ein Traumfreistoß. Nein, er sieht auf der linken Seite Vadim Arama. Und er verzieht. Immer wieder diese langen Bälle von Erwischima nach vorne. Dann Abin Rushiti macht er toll. Und dann in allerletzter Sekunde kann Alexander Seger klären. Und er war hier besonders auffällig bei den Gästen. Der Kapitän Tim Brida und Marc-Oliver Sauer verpasst hier die Gelegenheit. Aber die Gäste wurden stärker, wieder Brida. Und da hatten wir Glück in dieser Szene. Aber ansonsten machten unsere Jungs ihre Sache gut. Vieles lief über die linke Seite. Imran Gulsa und in der Mitte verpasst Engin Aslan, unser Top-Torjäger. 29 Treffer bislang. Und da ist er im Bild, da setzt er sich durch, dann die Hereingabe. Und Yusuf Efil mit dem Kopfball. Im Tor Lars Ott erhielt den Vorzug vor Marvin Bastian. Dann Imran Gulsa, aber im letzten Moment kann Lusinga Süle den Ball klären. Immer wieder Yusuf Efil. Er war heute überall. Dann hier starke Szenen von Patrick Novak im Mittelfeld. Und hier kommt Andreas Rudolf an den Ball vor Abin Rushiti. Hier Novak nochmal, sieht Tim Eibelshäuser und Lars Ott kann er parieren. Ja, da ist unser Sportvorstand. Er machte da seine Runden. Es passierte nicht mehr viel und 0:0 der Pausenstand. Ein ausgeglichenes Spiel. Dann reagierten unsere Trainer. Sie brachten Viktor Gonta, Mihai Bolun hier auf Gonta mit seiner ersten Aktion. Aber er brachte frischen Wind rein. Abin Rushiti sieht Imran Gulsa im Doppelpass mit Yusuf Efil. Dann die Maßflanke und Viktor Gonta mit dem 1:0. Saisontor Nummer 8. Ein herrlicher Kopfballtreffer hier durch Viktor Gonta. Aber was war das für eine Flanke von Imran Gulsa und Gonta, wie man ihn kennt. Steigt hoch und macht das 1:0. Absolut sehenswert. Und die Mannschaft machte weiter Dampf. Abin Rushiti bringt den Ball rein. Und Vadim Arama kommt da nicht an den Ball. Aber es ging weiter. Nochmal Vadim Arama und Imran Gulsa verpasst hier die Chance zum 2:0.
Engin Aslan mit der Hereingabe, Vadim Arama und Viktor Gonta. Und im Nachschuss Aben Rushiti. Die Chancen waren jetzt da. Faruk Aslan, Vadim Arama und nochmal Aben Rushiti am Tor vorbei. Andreas Rudolf im Tor, der gestern hatte viel zu tun. Dann ein langer Ball auf Tim Brieder. Da wollten die Gäste einen Elfmeter. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Erwin Schima. Langer Ball. Nach vorne. Heute in der Kette zusammen mit Kaan Kubalic. Dann Aben Rushiti. Scheitert am starken Gästekeeper. Ja, wir mussten wachsam bleiben. Es stand nur 1:0. Ja, da pfiff der Schiedsrichter abseits. Und dann folgt hier ein weiterer Pfiff. Auch diesmal entscheidet er auf Abseits. Das fanden unsere Verantwortlichen nicht so toll. Und nach den Protesten gab es dann die gelbe Karte für Tuncay Delikuş. Ja, dann gab es in der 81. Minute einen Freistoß. Und Yusuf Efil nimmt Anlauf. Und da steht Viktor Gonta. Der Schiedsrichter entscheidet auf Tor 2:0. Der Ball ist schon hinter der Linie. Yusuf Efil. Und da kommt Gonta an den Ball. 2:0. Das war die Vorentscheidung. Viktor Gonta. Aber die Wachenbuchner gaben noch nicht auf. Hier Elias Safar kommt da nicht an den Ball. Dann ging Engin Aslan. Für ihn kam der neue Mann Mohamed Jatid. Ein feiner Techniker im Mittelfeld. Dann aber Elias Safar nochmal mit der Chance und Lars Ott kann diesen Ball festhalten. Aber jetzt aufpassen. Mohamed Jatid zum 3:0. Was für ein herrlicher Treffer von ihm. Faruk Aslan macht das ziemlich klug hier. Spielt sofort weiter. Und dann Mohamed Jatid aus 25 Metern in den Winkel. Was für ein Einstand. Mohamed Jatid. Dann wurde es hier nochmal brenzlig. Viktor Gonta wurde gefoult. Und da treffen sich zwei Riesen. Und für diese Szene gab es dann die gelbe Karte für Viktor Gonta. Es war aber ein faires Spiel. Dann der Freistoß durch Vadim Arama. Knapp über das Tor. Dann passierte nicht mehr viel. Wir gewinnen die Partie wie im Hinspiel schon mit 3:0 und erhöhen unsere Punkteausbeute auf 50. The Apocalypse.